Alter, ich werde noch bekloppt, das hört nicht auf. Nein! Nein, nein, bitte. Oh, scheiße. Wo ist die dumme Sau? Nein! Ich war doch nicht da, ich bin doch daneben gewesen. Lauf doch! Und damit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben genau hier beim Händler aufgehört letztes Mal. Und jetzt schauen wir doch erstmal, was der so hat. Beziehungsweise, was wir auch verkaufen können. Willkommen. Oh, sieh dich einer an. Ja, stimmt, wir hatten ja schon zwei gemacht hier. Ja, ja, ja. Okay, dreimal Spinell. Und nochmal drei. Okay. Ich hab was Neues für dich. So, schauen wir erstmal hier kurz rein. Was haben wir hier? Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Eine spezielle Art von Amethyst, wie sie in dieser Region abgebaut wird. Lässt sich sicher verkaufen. Ja, kann man anscheinend nichts anderes mit anfangen. Okay, dann weg damit. Besten Dank. Das ist die normale Pistole. Die würde ich jetzt auch einfach mal abgeben. Ein hervorragender Deal. Keine Ahnung, ich gebe die Küchenmesse auch ab. Oh ja, damit kann ich definitiv was anfangen. Ein Ei, 600. Ja, komm, eins können wir ja mal verkaufen. Danke. So. Tauschen. Oho, Schatzkarte. Wir haben. Wie bitte? Okay, ich gehe auf Nummer sicher. Ich habe ja durch die Gold Edition irgendwelche... Gefällt mir. Schätze, die mir angezeigt werden, aber ich denke nicht alle. Ob die wohl besser... Dinge, die ah, der Typ labert echt zu viel. Komm, wir nehmen einfach noch den hier mit. Du dich dafür entscheidest. Na dann, und was hast du so? Für dich tun. Okay, hier kann ich jetzt eine Schrotflinte kaufen. Das dann, ist, was ich derzeit habe. Dann würde ich sagen, ab jetzt nehme ich die, die ich besitze. Aber wir können ja noch das Jagdgewehr hier mitnehmen, oder? Ja, komm. Schick deinen Gegnern aus der Ferne eine gute Nachtkugel direkt zwischen die Augen. Warte, nimm das noch. Kriegst du umsonst. Okay. Danke. Ich sehe, du hast Geschmack. So, wir haben jetzt noch 13.000. Koffererweiterung noch brauchen wir. Obwohl, deine jetzt haben wir das Kohle Gewehr. Oder dein Leben. Hey, wir nehmen das einfach. Ein bisschen mehr Platz hat noch niemandem geschadet. Ich sag euch auch warum. Die richtige Größe für dich. Weil ich nicht sicher bin, ob ich die Waffen überhaupt schon verbessern möchte. Ehrlich gesagt. So, jetzt schauen wir mal. Ja. Ist es jetzt... Okay, aber es bleibt, ich dachte, es geht drauf. Hätte ich irgendwie cooler gefunden. So, was haben wir hier für Rezepte? Okay. Wir machen trotzdem einfach mal Flintenmunition. Weil ich sowieso gerne mit Flinte spiele. Lass uns mal ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Machen wir die Eier hier unten hin. Kräuter hier. Da haben wir ja einen ganzen Kräutergarten mittlerweile. Da könnten wir vielleicht noch ein paar verstauen. So, Moment. Das auch. Das ist Gewehrmunition. Die lassen wir hier. Das würde ich wegpacken. Und, ja. So. Erstmal. So, gehen wir doch nochmal hier ran. Aufbewahrung. Nein! Alter. Ja. Gib mal her. Wieso?
Wieso kann ich denn jetzt nichts hier reinlegen? Verstehe ich nicht. Was ist jetzt hier mit dem Anpassen überhaupt? Das ist, ehrlich gesagt, finde ich das etwas unübersichtlich gerade noch. Wir haben ja auch nur den einen, wir haben den ja nur vergrößert, aber... Aber das hier, komm, wir speichern nochmal. Und dann spielen wir einfach erstmal weiter. Keine Ahnung, was hier gerade das Problem ist. Keine Ahnung. Oh, hier ist noch eine Kiste. Achso, wir haben ja diese Schatzkarte. Moment. Hab ich da schon wieder was übersehen? Sieh dich um. Nein, jetzt nicht. Später. Außerdem verstehe ich das mit dem Einsortieren nicht. Wieso kann ich nichts ablegen? Kein Plan. Tatsächlich, hier muss noch was sein. Ah, ich sehe es, glaube ich. Habe ich das hier vergessen? Oh, ein Saphir. Ja, mit den Schätzen und so, da will ich auch noch ein bisschen warten. Wir haben ja da diese eine... Ja, dieses eine Schmuckstück, sage ich mal. Aber wir machen jetzt erstmal weiter. Ich habe jetzt Bock, erstmal weiterzumachen. Ich würde auch gerne das Gewehr mal testen. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Okay, wir können hier gar nicht weiter. Müssen wir wohl hier lang. Schauen wir nochmal auf die Karte. Aha. Ja, ist auch der einzig gangbare Weg. Dann Abmarsch. Wo bin ich? Oh, Un forastero! Pero qué coño! Alter, diese Geräusche. Aber schön langsam. Ach du Scheiße. Boah, ich glaube, ich bin jetzt schon dankbar, dass wir das Gewehr geholt haben. Geht doch. Das auf in die Hocke. Ja. Ja, doch, warte, warte. Ich glaube, das war's. Also, ich sehe zumindest hier. Da sind noch welche, aber ich sehe die halt nicht. Nö, okay. Sorry.
Ach du Scheiße, wir müssen hier weg! Ich komm da nicht weg! Ach du Scheiße! Ich wollte die jetzt eigentlich noch nicht benutzen. Das wird laut. Schnell! Nicht! Shit! Ich wollte das Laden eigentlich abbrechen, das ging aber nicht. Ach, kack die Wand dann, ey. Alter, wo kommt er denn auf einmal her? Langsam habe ich genug. Was ist das? Alter, war das heftig. Da denkst du, da können ja nicht mehr ganz so viele sein, da kommt schon wieder so. Keine Ahnung. Oh, es hört gar nicht auf. Wir müssen, glaube ich, erstmal weiter. Ah, ich habe kein Messer mehr, geil. Was muss ich hier eigentlich machen? Scheiße. Nicht! Aus dem Weg! Keine Absicht. Alter, das hört ja nicht auf. Da ist schon wieder einer. Aus dem Weg. Aber das war's, oder? Heftig. Oh, Mann, 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 Mann. Wir haben jetzt da hinten ein Tor aufgemacht. Wir gucken jetzt ganz in Ruhe. Ich weiß ja überhaupt nicht, was hier noch alles ist. Aha.
Auf hier. Ach komm. Will ich jetzt. Mach die Scheiße auf hier. Ach, noch mehr. Ja, sicher. Lass es. Junge, wie viel Kohle hier rumliegt. Wow. Alter, das hört ja doch nicht auf. Alter, ich hab keinen Bock mehr. Ich komm zu nichts. Ey, das ist doch nicht normal. Das muss doch mal aufhören irgendwann. Irgendwas muss ich noch machen, bestimmt, oder? Alter, ich werd noch bekloppt, das hört nicht auf. Nein! Ach, kacke, ich bin sogar reingesprungen, mehr oder weniger. Alter, stirb doch. Er lebt immer noch. Junge, das ist aber heftig. Ach, ich Idiot. Ah, ist egal. Wir finden schon noch ein gelbes. Hat das kaputt? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Es muss doch irgendwann trotzdem mal aufhören. Das kann ich doch nicht. Ich kann doch nicht den ganzen Loot da lassen. Das geht doch nicht. Also bin ich ja auch noch nicht fertig. Ah, warte mal. Irgendwo ist bestimmt. Ne, war schon richtig. Geht doch. Irgendwo war bestimmt eine Kiste und ich habe auch mal eine gesehen. Da ist vielleicht das Teil drin, was ich brauche, um diese eine Tür da zu öffnen oder so. Hier. Ein Schlüssel. Okay, damit kriege ich die Schubladen auf. Vermute ich jetzt einfach mal. So, dann
Hier war noch eine Leiter. Okay, ist jetzt doch mal endlich Schluss, oder was? Alter, da kommst du ganz schön ins Schwitzen. Es ist ja nicht auch so schon sauwarm, ne? Also es ist etwas weniger heiß, aber immer noch zu warm für meine... Für mich, für meine Verhältnisse so. Hier, hier. Ach, guck's ja. Ich hab's nicht. Okay, aber meine Vermutung war sogar richtig. Ja. Aber... Jetzt gucken wir doch mal auf die Karte. Schau mal einer an. Hier sind nämlich noch Sachen. Das geht nicht. Was habe ich denn hier übersehen? Gar nichts. Moment. Muss ich wieder irgendwas abschießen? Warte, wir gehen mal hier hoch. Wahrscheinlich sehe ich es von hier besser. Oh nee, oder? Ach, das ist doch nicht wahr. Bist du alleine, Großmütterchen? Ist dann wenigstens Ruhe, oder? Ich hasse die, weil die immer mit ihrem scheiß Kopf immer runtergehen. So, jetzt lass mich doch mal eben... Moment. Warte mal, hier vielleicht an diesem komischen Seil oder an der Brücke. Da! Welch ein Glück, ne? Dass es nicht runterfällt. Ja, okay, war jetzt nicht super lohnend, aber ja, nehmen wir trotzdem gerne mit, würde ich mal sagen. Oh, Junge. So, jetzt sammeln wir noch die Munition hier ein. Und dann war's das, glaube ich. Junge, Junge, Junge. Oh nein, da sind schon wieder... Ne, wir müssen jetzt auch hier weg. Wo war die Munition? Hier. Und noch ein bisschen anderes Zeug. So, jetzt gehen wir hier wieder raus. Nachgeladen. Jetzt hauen wir ab. Nein, nein, bitte. Oh, Scheiße. Wo ist die dumme Sau? Da oben. Die kommen ja überall auf einmal her. Das ist doch... Das finde ich nicht so geil. Weil das ein bisschen übertrieben ist. Dumme Sau, ey. Kam die denn auf einmal her? Sorry, keine Absicht. Unmöglich, wie die auf einmal hierhin kommt. Naja, egal. Ärgern wir uns nicht. Bringt ja nichts. Ich glaube, wir haben ja mehr oder weniger alles. Wir gehen jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf die Ecke hier. Jetzt können wir das Tor aufmachen und direkt nochmal speichern. Heftig. Richtige Massenschlacht, ey. Gehen jetzt sofort einmal speichern. Des einen Knarre, des anderen Leitfremde. Ja, ja. So, weißt du was? Komm mal her. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Ich kaufe fast alles. Oh, Junge. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Oder wir machen hier die Magazingröße. Lass das machen. Bist du beeindruckt? Du bist mir bei die Liebste. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Drei haben wir. Kräuter sind eine feine Sache.
Man kann damit heilen, töten, einfach. Boah, das ist vielleicht Verschwendung. Ich kaufe das jetzt aber. Gute Instinkte, Fremder. Wäre das dann alles? Stirb mir da draußen nicht weg. Weil ich möchte unbedingt hier das noch vervollständigen. Ja, wir nehmen das aber jetzt noch nicht. Dann nehme ich lieber nochmal ein normales Kraut hier. So. Und dann brauchen wir eine richtige Kiste. Ich kann ja hier nichts verstauen. Warum auch immer. Aufbewahrung. Ich raff's ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht bin ich da auch einfach manchmal ein bisschen dumm. Ja, gehen wir weiter. Und ein bisschen Fortschritt machen. Ach so. Moment. Hier ist doch diese Schublade. Das können wir doch hier testen. Nur das Beste vom Besten. Ja, sagen sie alle. Mal auf hier. Nee, stopp. Ach, die Tür ist doch jetzt offen hier. Hier. Naja. Ah. Ja, aber da müsste ich ja jetzt eigentlich nochmal komplett zurück. Aber kann ich das von hier überhaupt? Ich glaube nicht. Nee, kann ich ja nicht. Aber da haben wir jetzt hier alles, oder? Hier ist alles weg und hier kommen wir jetzt erst noch hin. Boah, ich dachte gerade, als es so war, hier rechts unten wäre noch mehr. Nee, eigentlich sieht's gut aus. Ja, dann können wir endlich weiter. Ah, der ist nur einmalig verwendbar. Umdrehen. Ja. So, weg hier. Uiuiui. Da steht doch noch einer. Dort ist das. Hier. Jetzt geht das schon wieder los. 5 Meter gelaufen. Alter, ist die schnell. Lass es. Fräulein. Weg mit dir. Alter. Ist aber auch hartnäckig, aber immer die, ne? Junge. Da ist eine Falle, die habe ich sogar gesehen. Das soll schon was heißen. Okay. Ey, ich bin jetzt schon wieder an der... Ey, das ist krass. Ich würde die Sachen alle immer übersehen. Aber das liegt auch daran, dass du in der Regel gar nicht wirklich Zeit hast, dich umzuschauen. Das hängt doch wieder hier irgendwo. Oder? Moment. Hä? Da! Alter, wie willst du das ohne Schatzkarte finden? Unmöglich. Okay. Ja, cool. Ich laufe trotzdem hier außen lang. Aha. Die hätte ich nämlich jetzt sonst übersehen, wenn ich da durch die Öffnung... krabbelt wäre.
Was ist hier? Nix. Okay. Tut mir leid. Ja, alle Raben schieße ich nicht ab, aber ab und zu mal ein, zwei Stück kann man machen. Okay. Ob sich das am Ende lohnt, weiß ich auch nicht. Oh, was haben wir hier? Das für Geräusche. Krakelige Notiz über Spielfiguren. Ihr Einfluss ist nicht mehr, was er einmal war. Zerstört die Aufziehfiguren. Diese Aristokraten verdienen keine Vergebung. Welche Figuren? Gott, ich weiß nicht. Ich habe noch keine Figuren gesehen. Ah, okay. Hat sich erledigt. Zerstören Sie einen Aufziehkastellan. Ist das gemeint, ne? Wahrscheinlich. Okay. Moment. Hier ist es aber so. Oh nein! Schnell! Ach du Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ich hau einfach ab. Ich will eine Möglichkeit haben, dass ich dem auch entwischen kann. So im Kreis oder so, weißt du? Ja, ich hab nicht nachgeladen, ich Dummkopf. Das war mein Plan. Nein! Ich war doch nicht da! Ich bin doch daneben gewesen! Lauf doch! Spürst du das überhaupt? Natürlich spürt er das! Zu spät! Dumme Sau. Kettensägen, Arschloch. Ah. Weiter. So. Das Fass noch. So. Und schon wieder an dem Schatz vorbei. Was? Oh, wie viele Schätze gibt's? Ja!
klar, aus dem Nichts spawnst du einfach, Oma. Was soll die Scheiße? Alter. Ey, das ist ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Und die hat nichts gelassen hier. So, wo ist hier ein Schatz? Noch ein Stück zurück. Wieder im Baum hier, hä? Da, ich seh's. Wahnsinn, wie viele Schätze es gibt. Heftig. Ja, aber damit können wir gut Geld machen, ne? Auch mit der Kette. Und als ich diesen Brunnen nämlich beim ersten Mal gesehen habe, hab mich daran erinnert, dass es da was gab. Und ich weiß auch, dass wenn man den Brunnen vorher nicht zumacht, dann sind die reingefallen, dann waren die schmutzig und du hast weniger Geld dafür bekommen. Das fiel mir jetzt gerade ein, als eben da die Möglichkeit bestand. So, was haben wir jetzt hier? Hier geht's mit Sicherheit noch nicht weiter. Nein. Was haben wir hier? Ausgelöste Fallen und eine nicht ausgelöste. Okay. Okay. Ja, ich weiß schon, wir müssen mit Sicherheit in das Haus, aber... Oh Junge. Okay, wir sind drin. Also brauche ich vorne gar nicht versuchen. Die Tür geht anscheinend nicht auf. Ist hier noch irgendwas? Oh, hier wurde auch jemand beerdigt. Und haben sie eine Tasche, Handtasche dran gehangen. Okay. Aber ich glaube, das war's hier. Wir gehen jetzt rein. Das ist, glaube ich, besser. Scheint eine Etage höher zu sein, möglicherweise zumindest. Nicht schlecht. Da müssen die Nachbarn ja von Neid ablassen. Die Sprüche, Junge. Hä? Hier ist wieder... Moment. Ah, okay. Hier... Sind das, ist auch wieder so ein Ding, oder? Zumindest sieht das, ist dasselbe Zeichen zumindest. Wie ganz am Anfang. Und kann ich hier jetzt aufmachen, oder? Ah. Mach mal auf hier die Bude. So. Ja, schauen wir erstmal hier das Erdgeschoss einmal durch und dann gehen wir hoch. Hier ist noch was. Handgranate. Pesetas. Oh, okay. Eine Rätsel. Mag ich. Aber verdeckt der hier irgendwie einen Durchgang? Ne. Sah irgendwie erst ein bisschen auffällig aus. So, jetzt gehen wir mal hoch. Oh, eine Schreibmaschine. Illuminados. 4:3. Oder wie auch immer man das aussprechen soll. In Hochachtung vor seinem Meister bot das Volk seine teuersten Besitztümer an. Der betagte Bauer sein feinstes Getreide, der schmächtige Schweinhirt sein kräftigstes Schwein, die verarmte Alte ihr geliebtes Kind. Der Meister sah die Geschenke und wartete zufrieden. Moment. Getreide, Schwein, Kind. Was waren denn da unten für Zeichen drauf? Ah, sehr gut. So. Ja. Perfekt. Ey, sieht gar nicht so schlecht aus, obwohl ich gefühlt denke, ich habe nicht so gut gespielt, aber es geht schon. Es sind natürlich auch Massen an Gegnern, ne? Da kannst du dann auch nicht immer was machen, ne? Ach, hier war das doch
Du dumme Sau, Alter! Alter, hockt er hier und kackt. Hat mich voll erschrocken. Junge, wieso bist du nicht von selbst rausgekommen? Du musst doch gehört haben, dass hier jemand ist. Willst du mich verarschen? Ist da der Schatz irgendwie drin oder was? Nee. Geh nochmal bitte hier rein. Ich trau dem Spiel alles zu. Okay. Wo war denn das jetzt? Ich bin schon wieder so durcheinander. Hier hinten, ne? Gesichter zerkratzt, okay. Ach du Scheiße. Familienfoto, endlich. Fleisch unseres Fleisches, Blut unseres Blutes, danket unserem Herrn. Okay. Ja, jetzt habe ich so viel wieder gemacht, dass ich jetzt schon vergessen habe. Warte mal. Ah, doch, ich glaube, wenn ich sehe, weiß ich es. Zweite war Schwein, dritte Kind. Das erste weiß ich gerade nicht mehr. Getreide. Ja, könnte das sein, ne? Das ist doch kein Schwein. Das ist ein Schwein. Und Kind. Ah, perfekt. Was haben wir denn hier? Eine Kristallkugel? Muss ich jetzt zu einer Wahrsagerin oder was? Wir werden es herausfinden. Ja! Ach, er ist noch nicht tot. Ja, na sicher nicht. Alter, was? Was war das denn jetzt? Ey, und wieso ist es heute so dunkel gefühlt? Ich hab doch aber nichts umgestellt. Ja, wir gehen jetzt speichern, oder? Oder schauen wir hier noch kurz? Der Schatz ist aber nicht hier oben, der ist unten. Wie es aussieht. Warte mal. Was ist hier eigentlich noch? Alte Fotos. Ja, okay. Hä? Das mit dem Schatz irritiert mich aber jetzt gerade, ehrlich gesagt. Ist doch, eigentlich muss es doch direkt hier sein. Ach, guck mal einer an. Okay. So, jetzt gehen wir speichern. Mal, kann ich jetzt hier Sachen wieder reinlegen oder was habe ich hier nicht gecheckt? Ich darf nur Waffen verstauen? Hä, ist das echt so? Ah, deswegen ist der Koffer auch so groß oder was? Oder wie? Okay, dann lass uns mal... einmal Pistolenmunition herstellen. Ey, ist das echt so? Heftig. Was macht man eigentlich mit dem Messer? Sieht aus, als könnte man es reparieren. Okay, wir verstauen das mal. Oh, da fehlt uns eins, ne? Ja, das ist ärgerlich. Ja, ansonsten können wir es ja erstmal... Wir können ja dann immer noch in Ruhe umräumen, wenn es dann wirklich mal eng wird hier. Hier ist ja noch Platz. Nein. Alter. Wenn dann hat... Was ich mache, mache ich dann auch ordentlich. Erstmal so hier wenigstens.
So, jetzt gehen wir weiter. Ist hier noch was? Ne? Okay. Ach du Scheiße. Ja, ich muss es mit der Maus machen. Moment. Oder auch nicht. Es ist genau auf dem Kopf. Wie drehe ich es denn jetzt so? Ah, okay. Aufzeichnungen des Dorfes, Band 3. Datum, 10. Oktober. Das Wetter ist merkwürdig in letzter Zeit. Der Weizen verdorrt und die Kühe werden mager. Datum, 8. Dezember. Erste Anzeichen einer Hungersnot. Unbestreitbar fehlen uns die Mittel, die Felder zu bestellen, aber Lord Saddlers Befehle sind absolut. Achso. Datum, 30. Januar. 30 Bewohner verhungert, 5 Kühe zur Schlachtung vorgesehen. Datum, 11. März. Die Patriarchen haben sich für eine Auslosung versammelt. 6 weitere für Lord Saddler auserwählt. Okay. Datum, April. 8 weitere heute. Datum, 4 weitere heute. Datum, 11 weitere heute. Okay, kein Datum mehr und irgendwie langsam immer verrückter geworden. Datum, 2 Ortsfremde haben sich ins Dorf verirrt. Wir haben sie für das Ritual zum Altar gebracht. Heute keine Auslosung. Also es wurden die ausgelost, die quasi geschlachtet wurden, damit die was zu essen haben? Oder wie muss ich das verstehen? Ganz schön krank. Ja, den haben wir ja in unserer Vision oder was auch immer gesehen. Von ihm ist wahrscheinlich dieses Gezücht, was er uns da injiziert hat, der Penner. In der letzten Folge. Moment, was haben wir hier? Gar nichts? Okay. Oho. Warte. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich das jetzt mache, gibt es kein Zurück mehr. Da ist der Schlüssel. Nein. Alter, jetzt komme ich da nicht mehr hin, oder was? Ich dachte, es wäre genau umgekehrt. Dein Blut hat die Gabe angenommen. Ist das der Dorfälteste oder was? In meinem Blut? Oh. Darf ich? Alter, nein, oder? Ja, ja, mach doch weiter. Ja. 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 Oh, bitte lass mich hier an der Stelle weitermachen. Da war doch was in der Wand, verdammte Scheiße. Oh, Gott sei Dank. Basis Anconda One. Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Luis Serra. Wie es aussieht, war er mal Forscher bei Umbrella. Umbrella? Hätte ich ihn doch in dem Sack verrotten lassen. Ich schick dir die Details. Sieh's dir an. Aber Prio bleibt Baby Eagle. Verstanden. Gehe weiter Richtung Kirche. Condor One, Ende.
Oh. Leon, Basis, hier ist Condor One. Hanningen hier, wie geht's voran? Das hatten wir doch uns angehört. Das muss ich ja nicht vorlesen. Primitiver Talisman. Hatten wir auch. Polizeimarke, das Bild. Hier, das ist höchstens etwas ausführlicher jetzt oder so. Sarahs Name tauchte erstmals öffentlich in einem Studentenregister auf. Aus der Zeit davor sind keinerlei Aufzeichnungen gefunden worden, nicht einmal eine Geburtsurkunde. Nach Abschluss seines Studiums trat er eine Stelle in Umbrellas Forschungsabteilung an, wo er sich schnell einen Namen machte und sich den Zuspruch seiner Mitarbeiter verdiente. Er war an der Entwicklung mehrerer nicht verschreibungspflichtiger Medikamente beteiligt, die jedoch allesamt noch vor ihrer Marktreife eingestellt wurden. Liste liegt bei. Ein paar Jahre später verließ Sarah Umbrella und verschwand von der Bildfläche. Nach dem Vorfall in Raccoon City bemühten sich Behörden und Regierung, alle Personen mit Verbindungen zu Umbrella aufzuspüren, konnten ihn aber trotz intensiver Suche nicht ausfindig machen. Wir glauben daher, dass Sarah sich aktiv und mit großem Aufwand um sein eigenes Verschwinden bemüht hat. In Hannigans Handschrift: Nicht verschreibungspflichtige Medikamente? Glaubst du echt, dass Umbrella einen ihrer Besten an irgendeiner Magentablette oder Faltencreme forschen lässt? Nee, das hört sich irgendwie nicht so wirklich Sinn, das ist ein bisschen sinnbefreit, sagen wir mal so. Was hatte ich denn da jetzt hier unten? Ach, hier. Nee, das hatten wir auch. Was haben wir hier? Haben wir auch. Wie viele gibt es davon noch? Oh, sehr viele. So, und jetzt schauen wir endlich, was das hier ist. Okay, das ist der Weg weiter. Okay, okay. Ja, oder auch nicht. Ich komme hier nicht hoch. Ja, wir haben jetzt den Schlüssel. Jetzt können wir ja da unten draußen vorm Haus. Ist der Typ jetzt weg und lässt uns einfach in Ruhe? Glaube ich irgendwie nicht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal speichern. Und es ist auch die perfekte Länge und wir haben ein Kapitel wieder gespielt, dass wir an dieser Stelle aufhören. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gerne zur nächsten Folge hier wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und ciao, ciao.